Hey ho, heute verwenden wir die Grillschwerter-Spieße von grillrost.com. Und was machen wir? Ganz einfach, bunte Spieße. Ja, einen anderen Namen wüsste ich jetzt gar nicht, weil wir spießen darauf auf was wir Lust haben. Attacke. Man könnte auch Lustspieße sagen. Hier haben wir unsere kleine Übersicht. Wir haben ein schönes Schweinefilet. Da hinten noch ein Bacon. Zucchini, eine Zwiebel, eine Paprika. Einen Apfel vom eigenen Baum. Und ein bisschen Rosenkohl. Den werde ich jetzt gleich noch ein klein bisschen vorsalzen. Und ja, da hinten Salz, Pfeffer, Paprika. Das muss reichen. Unsere Spieße. Ich war ja noch der Überlegung, eine Banane mit dazu zu tun. Schatz sagt nein. Naja, vielleicht mache ich es auf meinen Spieß. Gut. Ich hätte gerne eine gegrillte Banane mit Eis hinterher. Oh, das können wir natürlich dann später auch noch machen. Da gibt es aber ein separates Video. Müsst ihr bloß suchen. Filet werde ich jetzt schneiden. Reste werden wir schneiden. Und dann, wenn wir spießen, holen wir euch wieder dazu. Oh yeah, jetzt muss ich euch doch vorher schon belästigen. Wäre ja blöd, wenn wir das fertige Würzefleisch spießen würden. Wie gesagt, hier hinten den Rosenkohl tun wir einfach ein klein bisschen vorsalzen. Nicht, dass der Bacon zu wenig ist. Die wickeln wir nämlich noch in Bacon ein. Im Salzwasser kocht. Im Salzwasser kocht, macht nichts. So, das reicht. Ja, und unser Fleisch. Ganz einfach. Salz, Pfeffer, Paprika. Schatz, jetzt habe ich es verpfeffert. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Dann bist du schuld. Dann bin ich heute schuld. Ja, dann stimmt schon mal mir tot. So. Und das Ganze kneten wir ordentlich durch. Ich habe aber allerdings noch das Gefühl, dass da noch ein klein bisschen was fehlt. Ah, so gefällt mir das schon viel besser. Tja, und gleich geht's weiter. Ah, das ist wieder so, naja, Bacon. Egal, wir wickeln den Rosenkohl da drin ein. Einmal kreuz und einmal quer. Das ist ein blöder Bacon, gell? What is this? What the fuck? Habt ihr gesehen, wie man das macht? Man dreht den Bacon einfach um und fängt von der anderen Seite an. Bitteschön. Naja, und überflüssige Fetzen werden einfach verspeist. Gott sei Dank ist halt kein Kohlrabi da. Wir könnten das Fleisch aber auch noch in Bacon einwickeln. Nein. Dann wird es saftig bleiben. Das bleibt da so saftig. Das heißt, es ist ja eine Todbrate. Ja, das andere Zeug sollte aber auch durch sein. So, mit was fangen wir an? Stückchen Zwiebel. Tja, die hast du mal ziemlich klein geschnitten, die Zwiebel. Ich glaube, da haben wir ein leichtes Zwiebelproblem. So, noch kurz mit den Zwiebeln umdisponiert und etwas größer geschnitten. Die anderen verwendeten wir anderweitig. Ja, erste Zwiebelstück. Dann nehmen wir ein Stückchen Fleisch. Zucchini. Hoffentlich fällt die nachher nicht raus.
Rosenkohl. Das funktioniert wahrscheinlich gar nicht. Stech den auch einmal bitte durch. Das heißt nicht komplett durchschneiden, sondern nur durchstechen. So, gib mal das Messer gerade her. Nächstes. Ein Fleisch. Ich will ein Fleisch haben und nicht bloß Gemüse. Wie du willst, ein Fleisch auch noch. Paprika, da können wir das nämlich schützen damit. Dann kommt wieder ein Stückchen Fleisch. Hast du einen Apfel auch schon? Nein. Und saunet mein Boden voll. Da muss man nachher putzen. Also zum Aufspießen ist es natürlich durch die breiten Teile etwas schwieriger. Ganz klar. Aber ist auch nicht verkehrt. So, wieder eine Zwiebel. Stech mal wieder ein. Ab. Na, geht doch. Wunderbar, wunderbar. Zwiebel. Ja, als Abschluss. Oder Zucchini. Zwiebel. Ja, erster Spieß fertig. Wir basteln jetzt noch die anderen zwei Spieße und mal gucken. Wenn was übrig bleibt, schnappe ich mir einfach noch irgendwelche anderen Spieße und da basteln wir halt ganz einfach weiter. Freunde, die Reste schmeißen wir so mit auf den Grill und tatü. Hier sind die Spieße. Also ich muss sagen, der erste Test, filigrane Sachen, dafür sind die Spieße nicht so gut geeignet, aber ich kann mir vorstellen, jetzt mit Hackfleisch, so Adana Kebab oder wie das Zeug heißt, darauf müsste super halten und auch große Fleischstücke. Das werden wir aber in einem anderen Video ausprobieren und ja, wir gehen jetzt mit dem Ganzen raus und ja, ich würde mal sagen, das schmeißen wir einfach mit auf die Weberkugel, ein Stückchen Holz mit drauf und auf geht's, gehen wir raus. Ja, das nächste, was ich mal gedacht habe, warum auf der Weberkugel, auf der Feuerplatte wäre es mit Sicherheit auch ganz gut gegangen, aber das machen wir das nächste Mal, weil ich denke, der nächste Einsatz von der Spieße wird was mit Hackfleisch sein. Was, habe ich auch noch keinen Plan, da denke ich mir aber noch was aus und bastel mir einen Plan. Also, alles weitere habe ich ja schon gesagt, filigrane Sachen, es funktioniert zwar, aber nichtsdestotrotz, sehen die Dinger doch geil aus, oder? Mhm. Geilomat. Okay. Lass mal die Kohlen vorheizen, dann schmeißen wir die einfach ganz grob in den Grill rein und legen die Spieße einfach drauf und schauen, was passiert. Leute, ich habe jetzt ganz kurz entschlossen den kompletten Grillplatz umgebaut. Das heißt, ich habe mal wieder die Feuerplatte von grillrost.com drauf. Das passt irgendwie so gut. Ja, und die ist jetzt so lange gelegen, war ja die andere Grillplatte, die Feuerplatte die ganze Zeit drauf. Ja, dass ich die erstmal neu einbrennen muss und die demnächst einmal komplett blank mache und komplett bearbeite. Das gibt dann ein extra Video, beziehungsweise da werde ich beide Feuerplatten bearbeiten und entrosten. Aber jetzt brenne ich die mal schnell ein, dass sie wieder gebrauchsfertig ist und dann schmeißen wir die Spieße auf die Feuerplatte. Mhm.
Heieiei, die muss erst einmal wieder ein bisschen runterbrennen. Ich war noch die Gussplatte gewöhnt mit dem Feuer, also lassen wir die noch kurz ein bisschen runterbrennen. Aber jetzt einmal ganz kurz zum Grill, warum ich mich ja umentschieden habe. Wie hätte ich die Spieße... Ja gut, man hätte komplett reinlegen können, aber da wäre das dann mit dem Holzgriff gewesen. Ich hätte sie so an die Kante legen können. Ja, alles nicht so prickelnd, habe ich mal gedacht. Ja, und deswegen habe ich eben die Feuerplatte angeheizt. Aber den können wir jetzt gleich, ja, in 2-3 Minuten drauflegen. Ha, puh. So, noch ein bisschen zoomen. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Ja, Leute, und dann ist es soweit, dass wir unsere Spieße auf die Platte wuchten. Und natürlich unser Zubehör auch gleich. Das, was wir hier noch übrig haben an Kleingemüse, das macht man natürlich auch noch mit drauf. Mal die Seite hier. Verschwendet wird nichts, kommt alles auf die Platte und wird mitgegessen. Sogar der zerstörte Apfel und Bacon. Wie sagt man hier jetzt eigentlich? Auch grillen oder Feuerplatteln? Egal. Hauptsache am Schluss ist lecker. Ja, geht doch schnell, oder? Die werden wir jetzt natürlich mehrfach drehen und wenden, bis unser gewünschtes Ergebnis erreicht ist, und die hauten wir hier ab. Ja. Na Schatz, schaust du auch? Ja, ich muss ja gucken, was ich da fertig hat. Was jetzt wieder richtig geil ist an den dicken Spießen, man kann ohne Probleme ein bisschen draufdrücken, ohne dass sich da was verbiegt oder tut. Also ja, die haben definitiv ihre Daseinsberechtigung. Und wie gesagt, jetzt erst einmal Verwendungszweck geht. Herausfinden, was wir mit denen machen, wie wir es machen. Ja. Töpf, 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 töpf. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Wissen. Auch hoch kann stehen, sie schön. Optimal. Das geht natürlich auch, wenn die Spieße nicht zu breit gespießt sind, dass man die hier oben drauflegt. Ja, ist alles möglich mit den Dingern. Die zu kriegen. Ja, die sind ja fertig. Ja. Ich nasche auch schon die ganze Zeit. Gut, gleich können wir dann essen. Freunde, ich denke mal, die ganzen Sachen sind soweit durch, soweit fertig. Der Rosenkohl, naja, sehen wir, ob der noch leicht sitzfest ist oder richtig schön genießbar. Gut, wir hören mal weg. Und unsere Spießlein. Ja, so sehen sie fertig gegrillt aus. Und wie sie schmecken, probieren wir jetzt drüben am Tisch. Bunte Spieße, mein Schatz, bunte Spieße. Ja, und ich schnapp mir jetzt gleich so einen bunten Spieß. Und genau genommen ist es ja hier drauf eine komplette Mahlzeit.
Fleisch, Gemüse, alles mit drauf, alles was wir beim Grillen wollen. Ja gut, manche Leute wollen kein Gemüse beim Grillen, ich schon. Und schwuppdiwupp. Hammer einen. Richtig geilen, bunten Grillteller. Aber jetzt probieren. Fangen wir mal mit unseren Rosenkohl-Bacon an. Oder Bacon-Rosenkohl. Na? Jetzt haut mir hier der Bacon ab. Frechheit. Schatz, mein Grad hätte ich nicht mehr nachsalzen brauchen dürfen. Ich sag, der ist genau richtig. Also leicht bissfest noch. Lecker. Ja, wie schmeckt unser Salz, Pfeffer, Paprika Fleisch? Lecker. Lecker. Absolut nicht trocken. Dadurch, dass ja noch andere Sachen zwischendrin war. Schön saftig geblieben. Rundum gelungen. Aber jetzt essen wir erst einmal fertig und dann sehen wir uns kurz nochmal zum Fazit. Oh, du und dein Handy. Fast hätte ich es jetzt vergessen noch, den Apfel mit dem Bacon, ey, ohne was extra zu würzen, braucht es ja nicht. Hey. Geil. Kann man wirklich durchaus auf so Fleischspieße drauf machen. Warum ist sonst noch keiner auf die Idee gekommen? Oder ich habe es nur noch nicht mitgekriegt. Einfach geil. Apfel, Bacon, fertig. Zusätzlich auf Fleischspieße. Oder Schatz? Also, mein Fazit zum Essen selber. Sehr lecker. Sehr durcheinander gewürfelt. Oder wie kann man sagen, Schatz? Bunt gemischt. Bunt gemischt. Ja, so heißt es ja auch. Es hat eigentlich alles wirklich zusammengepasst. Und durch den Apfel, das Stückchen, es war eine richtig geile Süße noch mit drin. Also, ich bin rundum zufrieden und wirklich satt geworden von dem einen Spieß. Was mir jetzt aber noch aufgefallen ist, wenn man den jetzt so auf die Feuerplatte drauflegt, dass dann im hinteren Bereich der ja Wechsgriff nicht so richtig auf der Feuerplatte liegt, dass das Zeug nicht ganz so durch ist oder nicht ganz so durchgart wie weiter vorne, wo es dann eben näher an die Hitze kommt. Auch wenn man jetzt seitlich legt, das werden wir noch alles so im Laufe der Zeit austesten, für was man die Spieße noch alles gebrauchen kann und, also... Ich habe viel zu viel gegessen, Leute. Die Spieße habt ihr definitiv nicht zum letzten Mal gesehen bei mir. Ja. Schatz, wie hat es dir im Allgemeinen geschmeckt? War sehr gut. Und ganz im Besonderen? Hat alles passt. Hat alles passt. Okay. Dann haben wir wieder ein schönes Video fertig gebracht. Hoffe ich zumindest. Ja, ich hatte ja im letzten Video gesagt, ich habe eine Woche Urlaub. Ich wollte eigentlich wegfahren, die Tage noch Besuch machen, aber abgesagt wegen ist nicht. Puh. Ja, was könnte ich noch machen nächste Woche? Vielleicht hat ja von euch einer eine Idee oder eine Einladung oder keine Ahnung. Leute, ich bin jetzt weg, räume mein Zeug hier alles auf. Geht ein Video bearbeiten. Tschaikowski.